Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu drei garantierten Dots-Packs. Zweimal von der Ehrendivise, einmal von Community Dots. Community Dots ist heute SPC rausgekommen, Ehrendivise ist gestern SPC rausgekommen und einmal konnte man sich ein Pack spielen hier in Meilensteine. Da hat man 10 Siege im One League Cup dafür gebraucht. Holen wir auch schnell ab. Dann sind noch zwei Player Picks dabei. Ich glaube 84 plus 2 war auch irgendwas bei den Aufgaben. Die habe ich auf jeden Fall auch. Und zweimal 5 seltene Spieler aus den Niederlanden. Die haben wir auch noch. Aber schauen wir hier mal rein. Die SPC muss ich nämlich noch abschließen. Dieses Araujo habe ich angefangen. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht machen. Aber ich habe 5, 6 doppelte Cup mit 88er Rating. Ein 87er Rating. Und ich musste die irgendwo hinstecken. Ich konnte die nicht abstoßen, war alles untertauschbar doppelt. Deswegen habe ich Araujo jetzt angefangen. Die SPC muss ich auch zügig fertig machen, denn die läuft ja in 1 Tag und 22 Stunden ab. Aber schauen wir hier rein, Community Dots Upgrade. Es sind auch die Moments dabei. Finde ich ein bisschen Schrott. Die SPC ist zwar wirklich billig, 84er Rating und ein Team of the Season, wird dann jeder haben. Aber ich habe bei Smaxi ein bisschen zugesehen, die Backrate ist ja unterirdisch. Die Backrate ist echt unterirdisch, mal schauen, vielleicht kann ich da was Gutes ziehen. Aber ja, ich werde das Ganze jetzt mal auffüllen und dann holen wir das Ganze ab, würde ich sagen. So, das Ganze gebe ich hier ab und ich darf mich wetten, dass ich den, den ziehe ich safe in Community Dots Back. Also ich gebe den jetzt ab und den ziehe ich safe wieder, ich bekomme den zu 100%. Aber ich hoffe natürlich auf was Besseres. Hier haben wir das Community Dots Upgrade abgeholt. Und dann müssen wir jetzt starten mit den Player Packs, denn hier, ich habe auch 41 Packs. Kann sein, dass ich mal Schmutzpacks aufmache, aber da zeige ich dann eh nur, wenn irgendwas Gutes daherkommt. Aber hier haben wir jetzt zweimal Player Pick, eins von zwei, 84 plus, gehen wir rein, vielleicht kommt ja irgendwas. Rating kann ich auf jeden Fall gebrauchen, 85er. War mal nicht so gut, Pick Nummer 2, vielleicht was Besseres. Ja, okay, 90er, 90er, Dots. Werden zwar auch nie zocken, aber für eine SPC ist er auf jeden Fall gut. Gehen wir alles in den Verein. Aber wir haben schon den ersten Dots gezogen. Sehen wir es positiv. Wir haben schon den ersten Dots gezogen. Und jetzt muss ich nur schauen, ob ich da die Packs irgendwo sehe. Ich skippe da mal schnell durch. Als erster werden wir die 5 Spieler aus den Niederlande, aber sieht nichts aus. Ja, ich werde jetzt ein paar Schmutzpacks öffnen. Wenn irgendwas kommt, dann zeige ich es und sonst sehen wir uns wieder, wenn die interessanten Packs kommen, würde ich sagen. Okay, sogar ein Walkout, Italien, ZM, das wird Verratti. Okay, mit Abstand das Beste, weil bis jetzt war absolut nur Schmutz, dann habe ich zwar doppelt, aber das Pack ist Gott sei Dank tauschbar. So, dann müsste ich jetzt zumindest ein Pack sehen von den Niederlande-Dingern da. Ja, 5 seltene Goldspieler-Pack Niederlande. Komm, gehen wir rein. Wer blau? Wer einfach blau? Ja, ja, komm! ZOM! ZOM! Es ist ZOM und den Bruder habe ich natürlich. Den habe ich natürlich. Soll ich den jetzt abstellen? Stoßen. Ja, ich stoße ihn jetzt schnell ab. Ich kann ihn eh wieder zurückholen. Der geht dann in den Raucher rein. Und dann sehen wir auch gleich das zweite Pack hier. 5 seltene Goldspieler Niederlande. Komm, Back to Back Dots und jetzt Niederlande ZOM. Ja, wird es leider nicht. Es wird Gakpo. Jo, ein 83er Gakpo. Und das ist untauschbar, weg damit. Und das ist auch untauschbar, weg damit. Wahrscheinlich habe ich gerade beide früher gezogen. Und jetzt kommen wir zu 3 garantierten Dots Pack. Einfach 3 garantierte Dots Pack. Hier einmal Community Dots und zweimal Ehrendivise. Ich ziehe den einen ZM, was ich jetzt abgestoßen habe, ziehe ich safe noch einmal. Also, komm, gehen wir rein. Erstes Ehrendivise Dots Pack, komm. Komm, 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 komm. Eigentlich gut, aber ich habe ihn schon untauschbar. Eigentlich richtig gut. Richtig, also das ist der zweitbeste, was man ziehen kann. Aber ich habe ihn leider schon untauschbar. Aber, hier sieht man es. Ich werde den jetzt in Araujo reinstecken und Araujo fertig machen. Also, sehen uns gleich wieder. So, dann nehme ich Araujo auch gleich noch mit rein ins Pack. Hier sieht man, die zwei gebe ich
ab, weil den anderen Bra kann ich zurückholen oder ich ziehe ihn sowieso noch einmal. Ja, weg damit, die kommen alle wieder zurück. Und dann haben wir Ronald, okay, kann ich gewusst, dass der Ronald heißt. Ronald Araujo auch abgeschlossen. Und ja, ich hoffe, La Liga dauert. Ich habe gedacht, Kunde wird ja ziemlich safe kommen. Der Stegen wird ziemlich safe kommen. Dembélé hat ja gut gespielt. Und ja, der LV von Barca, der Junge, mir fällt sein Name gerade nicht ein, der war ja auch nicht gerade schlecht. Also, vielleicht kommt ja noch was zum Linken dazu bei den Vereinen. Und dann machen wir das letzte Back auf. Hier sind wir genau bei 30 Packs wieder. Sollte, oder nein, 2 Packs haben wir noch, oder? Ja, 2 Packs haben wir noch. Bisschen früher, 2 Packs haben wir noch. Komm, gehen wir rein. Niederlande, ZOM, komm, Siemens. Gönn einfach Siemens, bitte. Und den hatte ich früher aus dem Pick. Danke, je. Einmal danke für gar nichts, je. Auch wieder untauschbar. Da. Es war die einzige Karte. Es war die einzige Karte und da die Jam. Die zwei Karten und genau die zwei ziehe ich. Na gut. Stoß man ab, ich werde mit denen jetzt nicht wirklich was machen. Muss ich halt zwei Karten zurückholen. Schade, dass Saint-Maxime noch nicht rausgekommen ist. Aber jetzt wird es interessant. Also die Ehrendivise der Dotspacks mit Tadic war es gut. Tadic war gut. Leider hatte ich ihn schon. Zweiter Big, zweites Back. Nicht so gut. Aber jetzt Community Dots Back. Und wie gesagt, ich habe es Maxi zugesehen. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so, wie der Backs geöffnet hat. Absolut Bonus. Es waren zwar ein paar Wins dabei, aber das meiste war Bonus. Es war kein einziger Big W dabei. Vielleicht schaffe ich hier einen. 3, 2, 1. Komm, rein da. Gönn mal was, ey! Es wird auf jeden Fall kein Mo. Oh. Alle drei garantierte Dotsback waren doppelte Spieler. Und ich hab genau den. Das ist der einzige von Community Dots, den ich hab. Weil sonst waren zwei Moments drinnen. Und die habe ich abgegeben. Mittlerweile. In SPCs. Kim Ying Lee. Jay. Kim Ming Jay. Danke, Jay. Hat sich ausgezahlt. Auf jeden Fall. Das war's für dieses Video. Schreibt rein, was ihr so gezogen habt. Über ein Like, Abo und so weiter würde ich mich freuen. Und wie kann es sein, Jay? Ich ziehe drei garantierte Dots weg und alle drei Spiele habe ich schon im Verein. Das ist einfach EA. Aber ja, was für ein Video. Ich wünsche euch was.